Hey, Freunde der chaotischen Ballerei. Ich. Laut meinem Reiseführer bringt es Glück, wenn man seinen Liebling unter dem Kopf eines Kukuwa-Jack küsst. Was, glaube ich, so viel bedeutet wie krasses Käfermonster. Was da los? Na, da ist. Oh. Death Trap, ich muss erstmal woanders hin. Ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Borderlands 3. Und zwar haben wir jetzt in der letzten Folge sind wir auf das Schiff gelangt. Wir müssen jetzt Deathtrap eigentlich folgen, dass wir Aufzeichnungen über das Herz bekommen. Oder allgemein, dass wir weitermachen können, dass wir wissen, wo das Stück Herz ist. Und ja. Ich habe nun gerade eben auf der Map was gesehen, was mich mehr interessiert. Und deswegen will ich da jetzt auch hingehen. Außerdem müssen wir Toilettenspülungen benutzen. Müsste mal schauen, wir haben eigentlich schon wieder einen ganzen Haufen Sachen. Ja. Das Inventar ist noch nicht so vollgestopft. Das ist es. Alter. Na komm schon. Ein Wedge. Ey. Lob, 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 lob. Macht Spaß, das zu sagen. Kukuwa-Jack, Kukuwa-Jack. Freue mich schon drauf, einen an der Wand hängen zu sehen. Kukuwa-Jack. Alle down. Jagdauftrag muss ich machen, leider. Ja, da kommen wir auch hin. Aber was macht so ein Vieh hier auf dem Schiff? Ein Kukuwa-Deck. So. Wir haben es ordentlich gesammelt auf jeden Fall. Wir werden aber auch zusehen, weil wir müssen uns ein bisschen beeilen langsam mit Borderlands, also mit dem zweiten DLC. Weil das dritte DLC steht, so wie ich es mitbekommen habe, auch schon längst in den Startlöchern. Entweder ist es schon raus, wenn diese Folge online kommt, oder es kommt erst noch raus. Und ich würde schon wieder relativ zeitnah dann mit dem dritten DLC beginnen wollen. Aber ich freue mich, das zweite abschließen.
Aus diesem Grund, meine Freunde, werden wir uns ein bisschen beeilen müssen, langsam. Was ist das? Lol. Ich will mehr solche Waffenkisten finden. Wollen wir mal sehen. Persönliches Log. Der letzte Eintrag ist da. Ja, mache ich, wenn ich, sobald ich oben bin. Death Trap, komm hier hoch. Zwei Millionen auf dem Konto. Wir sind reich. Persönliches Log, Tag 100. Irgendwas. Kein Zeitgefühl mehr, seit Vincent verschlungen wurde. Ich schlafe nicht. Ich studiere das Herzstück Tag und Nacht und ich glaube, ich habe meine Antwort. Die anderen verstehen es nicht, aber mein Liebster ist alles, was zählt. Ich werde alles tun, jedes Opfer bringen, um wieder mit ihm zusammen zu sein. Ich brauche Unmengen an Energie, also sperre ich den Zugang zum Reaktorkern für die anderen. Ich höre erst auf, wenn er gerettet ist. Der Reaktorkern! Natürlich! Super. Sie braucht endlos viel Energie, um am Herzen zu arbeiten. Er liegt ganz unten im Schiff. Beeilung! Du kannst mir nicht die Kontrolle über mein eigenes Schiff entreißen! Ach doch. Verdammt! Sie reaktiviert die Düsen. Oh oh, das Schiff bricht gleich auf wie ein Rack-Ei. Mann, ich wünschte, der Typ wäre hier. Ich brauche so dringend ein Omelette. Ach, Quatsch. Ich lasse nicht zu, dass du das Leben zerstörst, das wir hier aufgebaut haben. Du wirst es uns nicht nehmen und du wirst unseren Bund nicht trennen. Du wirst auf diesem Berg sterben. Ja, du, ja, du. Warum hast du es versucht? Wie diese Kristalle wohl hallen? Da. Ah. Hey, Bros. Mit Death Trap ist es schon relativ easy. Wie komme ich jetzt da hoch? Hallo? Wo
Ah, da. Hier ist auch noch eine Treppe. Manchmal bin ich echt ein bisschen wie benommen. So, ohne Deathtrap hätte ich jetzt schon wieder ein bisschen Probleme bekommen. Down. Ja, das sind wir schon das Labor. Also. Ne? Sowas mag ich ja überhaupt nicht. Na gut. Unangenehm werden. Keine Ahnung. Ich bin ja kein Roboter. Nein. Also, wenn meine Berechnungen korrekt sind, und das sind sie so gut wie immer, braucht Deathtrap, wieder technisch gesprochen, einen ganzen Arsch voll Energie für den Laser. Wenn wir die Energie des Reaktors auf ihn umleiten, leuchtet er auf wie ein Baum am Söldnertag. Naja, nur ohne Köpfe. Okay, Babe. Geh da rein und dreh den Saft auf! Ja, super. Ich sagte doch, das ist mein Schiff. Ich habe es all die Zeit intakt gehalten. Und ich bestimme, wann es zerstört wird. Hey. Pass mal auf mit deinem Rumgespringer. Das solltet ihr bereuen. Nein, 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 sie wirft mich auf dem System. Sie deaktiviert alle.
Ja? Keine Ahnung. Wie komme ich da hoch? Nein! Schalte die Override-Steuerung aus! Jag sie zum Teufel nochmal einfach hoch! Ja. Will ich doch machen. Kammerjäger, ist er okay? Babe, oh, komm schon, Babe. Bitte, gib mir ein Zeichen, dass du noch da bist. Irgendwas. Gage, es tut mir leid. Mhm. Leid. Ich konnte ihn nicht retten. Er war alles, was ich noch hatte. Wärst du stärker, könntest du die retten, die du liebst. Bist du aber nicht. Du kannst also höchstens hoffen, gemeinsam mit ihnen zu sterben. Los, mein gebundener Streiter. Diese Würmer können dir nichts anhaben. Sollen sie es nur versuchen. Da, du bist... Toll. Er ist absolut unverwundbar. Ja, ich hasse es. Nee, das ist doch genauso nervig wie mit dem ermächtigten Gelehrten. Yay! Deathtrap, jetzt noch besser. Ja, genau dich habe ich gebraucht. Was zum? Wir sind gut. Es geht ihm gut. Ja! Okay, jetzt mach diese scheiß Mutanten platt. Oh. Das war alles? Nein, echt wahr. Richt mich auf. Sehr schön. Wo ist denn hier? Come on.
Geil. Dann stirb halt dort. Ja, nicht. Einfach nicht. Schon. Au. Alter. Hey. Na komm schon. Autsch. Autsch. Ja, was ist hier? Haha. Ja, super. Au. Ich wusste es so ganz genau. Echt? Super. Da. Komm mir nicht klein. Danke. Nein. Du musst extrem aufpassen. Genau aus dem Grund. Es gibt genügend Lebensenergie dazu. Ich kann diese Kraft entfesseln. Ich. Ja. Was ist Massaker? Du die Idiot!
Komm schon. Das hat mich erwischt. Kotzt mich an. Alter. Oh, Schutzengel. Komm schon. Sei nicht immun. Genieße deinen bedeutungslosen Sieg. Spielt keine Rolle. Mein Liebster wird bald zu mir zurückkehren. Ich kann fühlen, wie er mit jedem Augenblick stärker wird. Er ruft nach mir. Und ich erwidere einfach: Komm nach Hause. Oh ja! Eine Runde High Five! Lasst meinen Jungen nicht hängen! Ach genau, ja, ja, ja. Ich will ja nicht drängeln, Kammerjäger, aber Wainwrights Zustand verschlechtert sich rapide. Er rüttelt ziemlich wild an seinen Fesseln und... Oje, er hat... Nein, Wainwright, hör auf damit! Er hat sich befreit, Kammerjäger. Ich muss ihm nach. Was geht da unten noch vor? Kammerjäger, Wainwright steuert den Ort der Trauung an. Ich bin hinter ihm her, aber er rennt wie ein Besessener, was er ja wohl auch ist. Warte! Da ist was! Das ist ein Licht! Und wir... Hammerlock! Antworte! Oh, das läuft sowas von nicht nach Plan. Kammerjäger, ich schicke Deathfam zum Jagdhaus. Triff uns da so pronto wie möglich. Ich habe eine Schnellreisestation für dich gefunden. Ja, warum soll ich denn aber jetzt... Egal. Ja. Oberansicht. Jagdhaus. So, hätten wir wieder einen Ermächtigten erledigt. Ja, die ist aber einfach wieder gelehrter. Boah, da hat mich ein bisschen, ja. Es war schon ein harter Kampf. Mal sehen, was jetzt noch so auf uns wartet. Ja, toll. Aber in der Stadt gehen üble Dinge vor. Vielleicht solltest du hier in Sicherheit bleiben. Bei mir. Ich mag ihn immer noch nicht. Oh. Babe, ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich hatte solche Angst. Doch dann hast du all diese Typen pulverisiert. Wie fühlst du dich? Geht's dir gut? Ich scheiße es so. Wir müssen hinter Hammerlock und Brainwright her. Aber ich sehe mir schnell Deathtraps Auge an. Schau du inzwischen bei Claptrap vorbei. Er sagt, er hat etwas für dich. Okay. Deathtrap. Claptrap. Du schon wieder? Na, na gut. Hey, Rekrut. Zieh dir das an. Was ist das? Jetzt hol unsere Bräutigame zurück, Rekord. Ich bleibe hier und bewache das Jagdhaus.
Das wird nicht nötig sein. Das Jagdhaus steht unter meinem Schutz. Ja, aber ich passe trotzdem darauf auf. Man weiß ja nie. Ich wollte mich jetzt nur mal ganz kurz umschauen. Weil... Genau. Was war das? Genau. Einer. Ich werde mal das Ganze noch verkaufen. Bevor wir die Folge beenden. Ich wollte ja... Alles, was nicht wirklich gesalbt ist, kann weg. Also Torch. Trotzdem grün. Gib es nicht gleich alles aus. Außer natürlich hier. Das ist nicht schlecht. Die behalte ich. Genau, hier müssen wir noch die verlorene Beute. Ausrüsten. Fünfundzwanzig. Kann ich aber, glaube ich, noch ein bisschen was verkaufen. Auf einen wunderschönen Tag im Militärkomplex. Und zwar. Nicht deshalb, nicht deshalb. Nicht gesalbt. Auch wieder nicht. Das Inventar kommt und geht. Nur Geld bleibt ewig. Aber ich werde reich. Na gut, dann würde ich mich verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Und schaltet natürlich das nächste Mal wieder ein hier bei Borderlands 3. Bis dahin, auf Wiedersehen.